Hallo Leute, willkommen zurück hier in Wutai. Ja, schon wieder. Warum ich das hier mache? Tja, weil es immer wieder doch Spaß macht, ne? Hier im Dojo, in der Godos Pagode bin ich hier. Und ich will, dass du schon zornig bist, Yuffi. Genauso wie ihre 13. Denn jetzt kommt etwas Optionales. Naja, generell ist alles mit Yuffi optional im Spiel. Aber egal, das ist nochmal zusätzlich optional. Mal kurz das Limit reinschauen. Passt. Materie habe ich ja letztes Part schon rumgewerkelt. Nochmal gucken. Ne, heilen. Feind anlockern. Habe ich irgendwo Gravitas? Das wäre vielleicht zu gebrauchen. Barriere, Erde, Blitz. Schutz, Eis, Erde, Blitz. Wer hat das schon wieder? Fähigkeit, Sif, Vincent. Zerstören? Ah doch, hat sie eh. Dann habe ich es überlesen. Entschuldigung, habe ich nichts gesagt. Wozu ich die Schwerkraft brauche? Jetzt ja. Einfach mal mit dem ersten Typen reden. Oh, Yuffie, wirst du heute in die Pagode hinaufgehen? Ja, auf jeden Fall. Da bin ich, der heilige Gorki. Dann gegen im ersten Stock. Die Yuffie muss sich hier hochkämpfen. Sie alleine. Warum wird hier nicht gesagt? Hey, man nennt mich Shake. Ich werde den Kampf mit Gorki beobachten. Dann fangt an! Okay, Yuffi. Hau ihn nieder! Kraftwechsel! Das sind jetzt verschiedene Kämpfe. Ach nee, was sonst? Ja, dem einer ist physisch gut, der andere magisch. Und die neue Waffe von Yuffi sieht ziemlich cool aus. Der erste Gegner ist wie ein Random-Gegner, nur hält ein bisschen viel aus. Wow! 500 und er hat eine Barriere, ja, will heißen, der Schaden wurde halbiert. Steht hier, Gorki doppelt. Ja, das war Konter, jetzt mal Bio 2! Immerhin 400 Schaden. Ich glaube, er kann auch nicht vergiftet werden und er kann auch Demi 2! Au, jetzt wird hier gezaubert! Das Limit bringt mir hier nichts. Da er schwebt. Er hält mehr aus als wie ein Gegner so auf dem Feld. Ein bisschen viel mehr. Zum Glück auch. Und er kann Regeneration. Den Zauber auch noch nicht gesehen. Aber es müsste klar sein, was er macht. Er regeneriert kontinuierlich HP. Und er ist geschützt zwar Gravitas. Okay, da war doch was. Kannst du mal runter von deinem hohen Roster als Flieger? Moment, ich muss mal kurz Limit ausführen, auch wenn es nichts bringt. Damit ich wieder physisch angreifen kann für später! Wie gesagt, es wird nichts bringen, weil der Gute halt schwebt. Tja! Aber ihm geht der Limitzähler hoch. Immerhin. Und dem mit 2 tut auf Dauer doch ein bisschen weh. Bisschen. Gut, dass die Yuffie so viel MP hat. Hier kann man theoretisch mit ihr sehr gut das Limit leveln, ja? Und das kann auch noch Reflect. Das heißt, Zauber werden auf mich zurückreflektiert. Die Barriere dauert nicht ewig. Genauso wie der Reflektzustand. Problem am Reflektzustand ist, bevor er nicht mehr wirkt, muss ich 3 Zauber auf ihn sprechen. So, schneller Yuffie! Juhu! Er ist ein bisschen flotter unterwegs. Und nur ein bisschen. Nochmal das Limit. Weil das nächste Limit, was sie drauf hat, ist natürlich viel besser als es jetzt. Ist ja meistens so. Bams! Und wieder daneben, daneben, tralalalala. So, jetzt aber. Ist deine Barriere bald weg? Ah, daneben geschossen. Das kann natürlich auch passieren. Nochmal! Na, jetzt bin ich ziemlich flott unterwegs. 500 Schaden wieder. Und er hat keine MP mehr. Was? Okay, da habe ich nichts dagegen. Dass es keine MP mehr hat, ist sehr, sehr cool. Aber physisch angreifen kann der Freund noch immer. Natürlich, sonst wäre es ein bisschen blöd, wenn das physische Angreifen MP kosten würde. Das wäre nicht nur blöd, das wäre ein bisschen sinnfrei. So, Schlitz! Und wieder daneben. Und wieder Erdgefahr! Hier wird das Limit bis zum Ende gelevelt, oder was?
Nein, nicht ganz. Aber immerhin, die Erdgefahr soll weg. So gut ist es auch nicht. Sie ist gut gegen viele Gegner am Boden. Ja, da ist sie wirklich gut. Aber gegen fliegende Gegner, schwebende Gegner ist es eher sinnfrei. Bams. Der Kut macht immer 400 Schaden, ja? Der hat's drauf. Und das ist erst der erste hier. Wenn man denkt, wie groß eine Pagode ist, dann werden wir auch anders. Da! Dafür gab es nicht mal ein Limit ab. Na toll. Ich bin hier, Juffe. Hab's gemerkt. Erzähl dich. Ich dachte, du wärst nur ein wildes Mädchen, aber du hast das ziemlich gut gemacht. Mal schauen, wie du das als nächstes abschneidest. Nächster Stock kommt. Man muss alle Stockwerke schaffen. Dann bekommt man etwas Geiles. Heilung 2 bitte. Eventuell der MP auffüllen. Ich habe genug Ether mit. Kann man ja nachkaufen hier in Mutai, was ziemlich coole Sache ist. So, nächster Stock. Hast du was zu sagen? Ich bin hier. Hm. Ich glaube, der ist ein bisschen abwesend. So, nächster Stock. Hallo. Ein kleiner Knutzer. Wer ist jetzt dran? Bist du blind? Hier bin ich! Wie bitte? Ich soll mit einem Anfänger kämpfen? Anfänger? Hey, Anfänger, ich bin erwachsener als irgend so eine Tussi! Was hast du gesagt? Siehst du, das meine ich? Diese Mode ist es, die dich so unreif macht! Du solltest dich ja beglückwünschen, wenn du mich besiegt hast! Ah, das schaffe ich schon! Jetzt pass auf! Das Einzige, was du wirklich gut kannst, ist atmen! Du hast doch den Mut zu kämpfen! Hör mit deinem Gelaber auf! Endlich jemand an Gorki vorbeikommen. Und der Schiedsrichter ist natürlich wieder jemand aus dem nächsten Stockwerk. Was denn sonst? Er ist ja das... Was? Chekhov? Jetzt hätte ich fast Chekhov gesagt. Chekhov übernimmt. Uah. Jetzt kann ich die Rotznase. Geschwindigkeitsänderung! Jeder Gegner in dieser Pagode hat einen bestimmten Wert, der am größten ist. In diesem Fall ist es die Geschwindigkeit vorhin, weiß die Stärke. Aber weißt du was? Ich bin schneller als du! Mit schnell Hassmodus und dann den Gegner verlassen. Dann bin ich auf jeden Fall schneller. Aber passt auf die. Sonst ist den Gegner hier. Auch wenn er klein ist, er kann ziemlich nerven. Ziemlich langsam für dich. Für mich schnell, für dich langsam. Dann pass auf alles. Es gibt kaum Gegner, die Schutz vor langsam haben. Das ist wirklich so. Habe ich mal privat ausprobiert, jeden Gegner mit langsam zuzusetzen. Es hat fast bei jedem funktioniert, sogar bei Bossgegnern. Was wirklich ein bisschen der, was ein bisschen zu stark macht. Erzgefahr! Mein kleiner lieber Punkt, du Pinguin, du schwebst nicht. Also macht das schön Schaden. Das ist Shake nebenbei. Shake. Wie geschüttelt. Nein, ich mach mir einen Shake. Eher so, ja, genau. Ich glaube, stehen kommt man von denen nichts, oder? Nee, da gibt's nichts. Ich habe die Materie nur mit, damit ich mehr. Bisschen schneller bin. Bisschen. Und mit schnell verdoppelt sich das sogar. Ah, tolles Bomber! Wow, Counter! Und normaler Angriff. Yep, diese Shake hat's drauf. Und Counter von mir! Denn bei einem Counter-Counter gibt es nicht. Also wenn ich countere, kann er nicht mit Counter zurückcountern und ich habe nicht noch einen Counter. Was habe ich gerade gesagt? Ja, ich habe alles richtig gesagt. Wer es nicht mitgekriegt hat, kann ja zurückspulen. Es geht auf jeden Fall um die Counter. Autsch! Erdgefahr! Ey, ich habe Limit gedrückt. Trotzdem bist du schneller wie ich. Was gibt's doch nicht? Erde! Wah! Cool, dass die Juffe das allein machen muss irgendwie. Und wow, das war kritisch. Nett, nett, nett. 3000 Schaden. Fast 4. Okay, 3500. Da sind wir uns einig. Dafür gibt es einen Turbo-Ether. Du kannst also ein bisschen kämpfen. Ein bisschen. Natürlich.
Ich habe schon länger keinen Schmerz mehr gefühlt. Was? Gewählt? Nein, das ist ein Ü. Das konnte zu damaligen Zeiten, wie wann war es? 1999 auf der PlayStation 1 halt nicht richtig dargestellt werden, Leute. Das ging einfach nicht gut. Die Kommentare ist generell mit den Sonderzeichen Ü. Ne? Hin und wieder geht es im Spiel, hin und wieder nicht. Diesmal war es nicht so. So, ein bisschen Magie. Tut immer gut. Ich will wissen, wann Yuffie das Limit lernt. Das sollte doch bald sein. Ich habe jetzt schon ein paar Mal die Erdgefahr gemacht. An den Ball. Achtet immer auf die Wand da oben. Da ist immer ein anderes Zeichen. So, hallo. Nächster Stock. Bist du schon ein Boss? Nein, es geht noch ein Stück höher. Wie heißt nochmal? Chakao? Ne, Chakao. Ich glaube, es spricht man Chakao aus. Zucker Shake ist jetzt besiegt. Du hast schon länger nicht mehr kämpfen müssen, Chakao. Chakao. Namen. Die redet mit ihr in der dritten Person auch schlecht. Leider geht es nicht mehr weiter, Starnif. Du passt da drüben auf. Da fehlt ein B. Das wird nicht passieren. Ich werde die Stärke der Jugend zeigen. Die Stärke der Jugend! Geht es weiter, Clan? Du wirst verbrennen. Wir wollen es hinter uns bringen. Alte Schachtel! Was erwartest du von dem Kind, das gerade mal die Windeln abgelegt hat? Zuerst mal wird Checko dir Gesellschaft leisten. Ich schau zu. Der sperrt immer den nächsten Gang, also es geht nicht übergehen, sondern... Das geht nicht. Wie können sie es wagen, sich auf uns lustig zu machen? Sie denken, sie können sich einfach so uns vorbeimogeln. Nope, ist nicht. Yuffie, leg los! Also, man muss sagen, ich bin versichert. Wenn es falsch sagt, dann kommt es nicht zum Kampf. Oh, wir werden sehen, ob du noch so redest, wenn du von meinem heiligen Zauber gekostet hast. Heilig? Zauberwechsel! Gut. Eine magische Dame, Fragezeichen. Da sieht man nicht mehr wie eine Dame aus. Zuerst mal... Downstair. Ich hasse diesen Zauber. Weil das ist nicht Stoppzustand, Leute, sondern der Paralysezustand, soweit ich weiß. Also Schutzverstopp hilft dann nicht. Ich frage mich generell gerade, gibt es eine Materie gegen diesen Zustand? Ich glaube, nein. Einzig Glück ist, dass... Naja, die ein bisschen langsam ist. Ein bisschen Gras langsam. Und das mache ich noch langsamer. Tja, mach's nochmal Downstairs, das konnte aber mir egal. Du bist jetzt so langsam, da bin ich ja viermal dran, bis du dran bist. Das wird allerdings ein etwas längerer Kampf werden. Etwas. Wie sich bewegt. Ein Zombie. So stelle ich mir das richtig krass vor. Ja, solange sie keinen Schaden macht, mach ich mal Schaden. Rallon! Bam! 1000! Wow! Das ist viel! Ein ganz normaler Angriff. Die ist ein bisschen langsam. Sie ist vielleicht magisch gut, die Dame. Chakov! Ah! Mann! Name! Wie ist jetzt hier? Chekhov! Nicht Char! Chekhov! So! Für Aussprachefehler lässt sich trennen. Einer sagt so, einer sagt so, und hier ist es besonders krass. Ja, bis jetzt hat sie nur das Downstair gemacht. Nichts, was ich sagen würde. Ah, oh, das tut weh, das tut weh. Langweilig. Was? Etwas. Whoops. Ich kann doch überhaupt nichts. Ah, endlich mal. Ich dachte schon, das passiert bei gar nichts. Das hatte ich mal schon. Ich war so schnell unterwegs und so stark, dass dieser Gegner hier, die Jacob, nichts machen konnte. Rein gar nichts. Ist einfach so rumgesehen und in Zombie-Modus. Das nenne ich auch gerne so. Die Gegner so langsam sind. Ah, jetzt mal. Ah, daneben, daneben.
Whee! Und nochmal? Natürlich! Und... Whee! Na, daneben. Kann mal passieren. Ich sage, bis die mal dran ist, bin ich 3, 4, 5 Mal sogar dran. Kennst mich im Hassmodus. Das ist klar, dass ich viel schneller bin, aber trotzdem. Das war von Anfang an ja schon so krass. Schlitz! Ein einfacher Kampf, da war ja der erste schwerer und auch der zweite. Naja, Level up! Und dafür gibt es einen Eisring. Halbiert die Stärke von Eisattacken. Oder warst du sogar auf Null? Ich kann's nicht schaffen, dass du mich besiegt hast. Natürlich. Das wird spannend, ich habe meine Kräfte Schlangen nicht mehr voll ausnutzen können. Ha! Was kommt als nächstes? Moment, wir hatten Stärke, Magie, Schnelligkeit. Was könnte als nächstes kommen? Verteidigung? Auf jeden Fall zuerst mal heilen. Heilung 1 dürfte reichen. Locker, so. Auf ins nächste Stockwerk! Wir haben hier nichts mehr zu suchen! Die Yuffie lässt sich hier gut nachleveln. Wieder am... in der Wand. Ein komisches Zeichen, wie es aussieht wie ein... wie ein Fenster. Naja. So. Der Regel nach wird auf jeden Geschoss der beste Kämpfer dein Gegner sein. Obwohl die Pagode 5 Geschosse hat, ist das vierte Geschoss das höchste. Das heißt, niemand hat je mich, den Waffenmeister, besiegt. Du willst immer noch versuchen? Na klar doch. Du gefällst mir, jetzt pass auf. Waffenwechsel. Niemand hat jemals dieses vierte Stockwerk geschafft? Okay, bei so einem Typen würde ich auch hinterfragen, was zum Teufel. Zuerst mal langsam, Freundchen. Unterschätzt den Gegner auf jeden Fall nicht, denn er hat eine ziemlich gute physische Stärke. Bams! Okay, es geht noch 200. Und soweit ich weiß, kommt hier auch kein Vergift. Das ist die Starnif. Der gute alte Starnif. Schlitz! Wow, 700. Gut, Yuffie. Da merkt man mal, dass ein Level Up doch ein bisschen was bringt. So, nochmal. Schlups! Nochmal 700. Jupp, das läuft doch. Aber bevor ich nächstes Kampf gebe, brauche ich noch ein bisschen MP. Dann. So, ich probiere mal, ob ich die vergiften kann. Also, weil ich weiß, dürfte das nicht gehen. Bio 2! Jupp, geht nicht. Aber Schaden macht es. Das ist die Hauptsache. Bams! Autsch. Counter! Erdgefahr! Das dürfte wehtun! Bams! Oh, 2000 schon wieder. Und das hält das sogar aus. Also, Yuffie's Stärke ist... wow! Nett! Schlitz! Kritisch! Wie viel hältst du nochmal aus? Eisener Angriff! Das ist ein Counter. Autsch! Das haut ganz schön rein. Eine Heilwelt angebracht, langsam aber sicher. Also du mit deiner Kugel da. Ich mag, will nicht wissen, wie die Leute bei dir weggerannt sind und haben gesagt, ah, ein Kerl mit Kugel, ich schaff's nicht weiter. Ah. So stelle ich mir das irgendwie vor. Let's Counter und tot. Ja, Counter ist cool, vor allem wenn es voll ist. Und... das Blutfest wurde erhalten. Und dafür gibt es Elixier. Das Blutfest ist das nächste Limit von Yuffie. Was? Das gibt's doch nicht. Nein. Natürlich. Wunderbar. Dein Können und deine Fähigkeiten sind noch größer geworden. Oho, du bist vielleicht gar nicht so ein kleines Gewicht, wie wir dachten. Das muss gerade die Kleine da sagen. Natürlich, wenn wir von ihr besiegt wurden. Du hast unsere besten 4 besiegt. Jetzt musst du mit ihm auseinandersetzen. Mit ihm! Wer da auch immer gemeint ist damit. Kann der ein bisschen schnell nach oben gehen? Ich bin hier. Ich stehe hier fest! Ich kann drücken, was ich will! Ich passiert nichts! So, darf ich wieder? Danke! So, bevor es in den nächsten Stockwerk geht,
bitte ein paar Äther reinpfeffern. Das dürfte reichen. Ich frage mich gerade, ob ich eine hintere Reihe stellen soll. Das wäre sogar etwas angebracht. Lass mal sehen. HP Plus manipulieren bringt eigentlich nichts, aber egal. Schwerkraft, Bio. Schwerkraft und Bio sind auf jeden Fall Pflicht im nächsten Kampf. Ja, ich werde Yuffie sogar eine hintere Reihe stellen. Denn das wird nicht einfach. Er wird gar nicht glauben, wer der Boss da oben ist. Der im lilanen Anzug da. Die sagen hier nichts, die sagen alle Sch. Und Punkt, Punkt, Punkt. Die Kleine ist das Einzige, was Sch sagt. Sch, ganz ruhig, ganz ruhig. Sch, ganz ruhig. Hallo. Vater? Ich bin froh, dass du so weit gekommen bist, Yuffie. Warum bist du... Ich werde dir antworten, indem ich dir die Gelegenheit gebe, dein Können mir auszuprobieren. Halte dich nicht zurück. Kämpfe, als würdest du mich töten wollen. Tust du das nicht, dann werde ich dich töten müssen. Was? Moment, Totalstopp. Das ist ihr Vater. Weiteres gibt's ja nichts zu sagen. Hey! Was machst du da? Omni-Wechsel! Bossfight! Vater von Yuffie gegen Yuffie! Und von Fighter! Und es ist ein Gegner, den man schon seit Final Fantasy 4 kennt, zumindest von Aufbau her. Zuerst mal verlangsamen. Bisschen langsamer, mein Freund. Der Vater von Yuffie, ja, kommt mir stark bekannt vor von Aussehen. Drei Gesichter und ein mehrjähriger Tänzer. So, das Beast-Schwert macht Schaden. Und ich glaube, es war sogar ein Element. Ich habe nur vergessen, welches. Und Counter! Yay! Yeah. Jetzt bin ich dran! Schnell! Jetzt geht es los! Das Blutfest beginnt! Yay! Yeah. Blutfest! Schlitz, Schlitz, Schlitz! Zeng, Bang! Ups! Jaka! Uta! Mehr, mehr, mehr! Schlitz! Ja, das Blutfest ist ein sehr cooles Limit auf einen einzelnen Gegner natürlich. Auf mehrere ist es so, naja, einmal wird da gehauen, einmal wird da gehauen. Ist ein bisschen random. Bisschen viel. So, wie heißt der Vater eigentlich? Godo. Der Godo. Er kann vergiftet werden und er ist auch der einzige, glaube ich, Bossgegner, wo Demi eine Wirkung hat. Kein Weiz. Und er kann Twine! Falls ihr noch nicht kennt, hier könnt ihr lernen. Mal schauen, wie Schaden das macht. 900, ja. Twine ist eine sehr starke Magie. Sehr stark! Heilung! Yay! Was das Gute ist an Blutfest, jeder Schlag kann kritisch treffen. Jeder Schlag. Und wenn das jeder tut, dann tut es auch ziemlich weh. Wie viele Schläge es sind, zählt einfach selber mit. Ich glaube 10 oder so. Und schon tot. Da war der erste ja schwerer. Aber unterschätzt diesen Typ nicht, Leute. Er kann sich ständig hochhalten, er kann Zustände machen. Wenn er Probleme hat, zaub einfach mal Demi auf ihn. Das macht nämlich schön. Und dafür gibt es die spirituelle Kraft. Yeah! Und ein Haufen Gel. Yeah! Mehr. Wie lange das würde es dauern, wenn ich nichts drücken würde? 5 Minuten so? Gefühlt? Ja, egal. Keine Ahnung, wie lange das dauern würde, wenn ich das durchlaufen lassen würde. Da hast du mich umgehauen. Halt es nicht schlecht. Bist du auch besser geworden? Ha 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 ha!
Was gibt's da zu lachen? Es ist Zeit, dass ich dir es gebe, Yuffie. Das ist Leviathan-Materia. Nimm sie. Materia Leviathan halten. Ein ziemlich geiler Summon. Aber Lord Godo, die Leviathan-Materia darf nur den gegeben werden, der diese Pokémon erobert. Das ist der Brauch. Brauch, Brauch, Brauch. Ich hab das so satt. Es ist so dumm. Ruhe, Yuffie. Und was ist mit euch anderen? Ihr habt euch auch diese Macht. Seid ihr zufrieden, so eingepfercht in diesen Turm? Juffe! Du auch, Vater. Nur weil du den Krieg verloren hast. Und aus Wut hast so etwas zu machen. Was willst du damit sagen? Du hast Wut in einen gammeligen Kurort verwandelt, der sich den Touristen auf Feil hält. Wie kannst du es wagen? Da Ciao, Statue und Leviathan sind beschämt! Sie ist ein Kind. Was hast du gesagt? Yuffie! Verzeih mir. Ich bin an allem schuld. Was sagst du, Lord Gogo? Der verlorene Krieg. Das Wutai jetzt wie ein Kurd ist. An all dem bin ich schuld. Lord Gogo! Ruhe! Yuffie, ich bin immer noch der ich vor dem Krieg war. Aber nachdem der Krieg verloren war, begann ich nachzudenken. Ist Stärke nur dazu da, den Feind zu besiegen oder bei den anderen anzugeben? Gewalt führt zu Gewalt. Genauso wie die Shinra. Eine gute Frage. Wozu ist Gewalt gut oder Stärke? Ist sie da zum Angeben? Ich weiß, dass du die Materie gesucht hast, um Wutai zu helfen. Aber ich verberge meine Stärke nun auch, weil es gut für Wutai ist. Und nun begreife ich, dass beides notwendig ist. Stärke ohne Zielstreuigkeit ist wertlos! Und Zielstreuigkeit ohne Stärke ebenfalls. Lord Gudo! Du da! Bitte nimm Yuffie mit dir mit! Ich merke, dass ihr alles sowohl Stärke als auch Zielstrebigkeit besitzt. Kein Ding. Machen wir gerne. Nicht. Solange sie nicht wieder was wegnimmt, ist mir alles egal. Solange sie nicht unter die Quere kommt. Puh. Puh. Mir eigentlich egal. Geh, Yuffie! Um Kraft zu gewinnen. Für Wutai! Warte! Ich kümmere bis zu deiner Rückkehr um die fünf heiligen Götter. Geh und dann komm lebendig Leibes zurück. Natürlich. Immer so, natürlich. In Gleichschritt, Marsch raus. Okay, nicht Gleichschritt, sie ist gerade. Ja, lustige Bakode, oder? Yuffie, warte mal. Die Materie, die sie alle haben, wenn die Schlacht vorüber ist, glaubst du, ich brauche sie dann noch? Vater! Geh und bleib am Leben bis zum Ende und komm wieder! Mit der Materia! Sonst brauchst du nicht wiederkommen! Du kannst dich drauf verlassen. Na, das sind tolle Aussichten. Tja, das war die Pagode. Ziemlich coole Sache. Für wen dieses spirituelle Kraft ist, werden wir auch noch hinkriegen. Nur ein kleiner Hinweis, es ist genau gleich wie Cosmo-Gedächtnis. Es ist ein Limit, nur für wen? Wer weiß das schon. Die Materia Leviathan ist sehr, sehr gut. Hat das Element Wasser und braucht 18.000 AP für ein Level-Up. Und Leviathan ist generell ein sehr, sehr guter Summon. Soweit ich weiß, kostet aber auch so ziemlich viel MP. Wie viel kostet denn der? 78! Oh, das ist ganz schön
Fire. Aber, jetzt kommt der Witz dran. Wenn man das mit MP-Absorbierung mitmacht. Moment, wer hat das? Ach du, bei Odin. Unser hier im Moment, ach, ich mach später. MP-Absorbierung hereinmache. Dann für jeden Gegner MP bekomme, ist der Leviathan gar nicht mehr so teuer. Dann ist es sogar relativ billig. Es kommt halt darauf an, wie viele Gegner auf dem Feld sind und wie viel MP sie haben. Also maximal MP. Und dann kommt es noch darauf an, wie hoch ist meine Magie, wie hoch ist deren Magieverteidigung. Es kommt auf viele Werte da an. Nicht nur auf einen. Trotzdem ist die MP-Absorbierung sehr, sehr gut. So, ich will euch noch mal den Summon zeigen, bevor es aufgeht zum nächsten Part! Mutter ist doch größer, als ich dachte. Ja. Also die kleine Pagode, dass Yuffie's Fahrt drin ist. Ernsthaft, beim ersten Mal spielen, ich hatte so ein What the hell Face. Vor allem, wenn er gesagt hat, ich bring dich um, wenn du mich nicht umbringst. Was? Ja, normal, ne? So. Bitte einen random Kampf. Hätte ich sehr gerne. Moment, ich gehe mal zurück zum Wasserschiff. Da sollten schon ein paar Gegner kommen. Wenn da keiner kommt, dann hat es mich ein bisschen überrascht. Na bitte, da ist schon einer. So, ich rufe Leviathan! Und es sind sogar 5 Gegner da. Leviathan ist einer der wenigen Materia, die das Element Wasser haben. Es gibt noch, glaube ich, einen mehr, bin mir aber nicht ganz sicher. Egal, ich rufe Leviathan und die große Flutwelle ist in Anmarsch! Eine sehr große Flutwelle. Hier ist er, Leviathan! Eine riesige Wasserschlange und los geht's! Eigentlich kostet er 78 MP, jetzt bin ich neu, wie viel ich zurückbekomme, und er macht 2000 Schaden auf jeden Gegner. Genauso viel MP gekriegt, wie ich abgezogen wurde. Also hat er 0 gekostet. Ein gratis Summon, warum nicht? Gut, Leute. Bis next Part und ciao.